Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr wieder da seid. Meine Stimme ist noch etwas rau und verräuchert von der letzten Nacht. Ja, ich war fleißig dabei, zum einen das Ritual zur karmischen Knotenlösung durchzuführen und dann in den Morgenstunden auch das Ritual zur Rückgabe der Seelenanteile. Es ist immer wieder spannend. Ich liebe diese Rituale, ich liebe die Mondphasen. Ich bin eine Mondfrau, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Und ja, mich macht das an, das klingt auch blöd. Es macht was mit mir, es macht der Mond was mit mir. Und ich bin ganz gespannt, ob ich hier gleich noch ein paar andere Deutungen herauskriege. Vorweg sei gesagt, wenn du jetzt hier eingeschaltet hast, ohne das gestrige Video gesehen zu haben, ohne das Video gesehen zu haben, wo es darum geht, erwarte nichts, rechne mit allem, beziehungsweise rechne mit allem, war der zweite Teil, ich habe geschrieben, ja, so ist das mit den Überschriften, du glaubst es nicht oder so ähnlich, also zumindest die staunenden Augen, das staunende Emoji-Gesicht war da dabei. Es geht einfach darum, dass dich hier erstaunt, dass jemand so stark für sich einsteht, dass jemand so mutig wird, ja, um es mal so zu sagen. Wir gucken es uns gleich nochmal zusammen an. Mir ist gestern noch was ganz Wichtiges über den Weg gelaufen. Ihr wisst, ich kommentiere gerne persönliche Legungen, also wenn ich die Woche sozusagen beendet habe und mir fortlaufend ein Thema über den Weg läuft, dann ist das bei mir gern mal am Sonntag Thema. Und so muss ich das heute auch nochmal machen in Bezug auf das Mondritual, auf das gestrige Abendritual, wo es um die karmische Knotenlösung geht. Alle, die teilgenommen haben, ihr kriegt noch eine Auswertung dazu. Gebt mir bitte einen Moment dafür Zeit. Es sind immer aufregende Zeiten um die Vollmond und gerade bei einer Mondfinsternis herum. Ich habe gestern ganz häufig das Thema Routen oder auch, jetzt suche ich den Turm, wo ist mein Turm? Turm gehabt, ja. Und das in Bezug auf häufig auf die Brustwirbelsäule. Also ich habe euch ja erklärt, eine karmische Knotenlösung mache ich entlang der Wirbelsäule und da ist der erste Knoten im Lendenwirbelbereich, der zweite im Brustwirbelbereich, der dritte an der Halswirbelsäule. Und dieses Thema Turm und Ruten auf der Brustwirbelsäule oder überhaupt an der Wirbelsäule entlang ist für mich ein klassisches Thema, dass du dein Herz verschlossen hast. Das kann ich bei vielen von euch extrem verstehen, weil häufig eben auch Verletzungen nicht nur von dem Herren, auf den du schaust, wo du verletzt vielleicht bist, weil du auf dem Abstellgleis gelandet bist und so wenig hörst oder vielleicht die Affäre warst oder bist und es dann noch eine andere Person für ihn gibt. Das kann ich verstehen, wenn man dann die natürliche Schutzfunktion auffährt. Aber ich habe es in einem der letzten Videos schon mal gesagt und mir kam das gestern noch mal so extrem klar bei dem Ritual, dass es darum geht, dass du dein Scheunentor wieder aufmachst. Ja? Nur wenn du selber Liebe rausschickst, nur wenn du selber vor Liebe sprühst und vor Liebe glühst, kannst du Liebe anziehen. Gesetz der Anziehung, universelle Lebensgesetze. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja? Wenn du erwartest, die Liebe zu bekommen, ob von ihm oder überhaupt generell betrachtet, vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, familiär, freundschaftlich und so weiter. Es geht um die generelle bedingungslose Liebe. Wenn du erwartest, geliebt zu werden, darfst du selber lieben. Und so wie du liebst, ziehst du andere an. Ja? Das ist nochmal für mich so die wichtige Botschaft daraus, in Bezug jetzt auf deinen Herzmenschen, ja, dann höre ich das ganz häufig in persönlichen Legungen, ja, und er ist dran und er macht das jetzt und ist auch grundsätzlich richtig, ja, dass wir energetisch, wir Frauen das empfangende Prinzip, die Männer das gebende Prinzip und trotzdem, ja, wenn jeder auf seinem Standpunkt besteht, dann wird da nichts, ja, lass dich von der Liebe führen und wenn du intuitiv spürst, du musst ihm eine Nachricht schicken, du musst ihm vielleicht auch eine liebevolle Nachricht schicken, dann ist das so. Ja? Oder zum Hörer greifen und anrufen finde ich sowieso mal besser. Also will damit sagen, mauer dein Herz nicht zu sehr ein, löse die Fesseln auf deinem Herzen,
um dein Herz herum, lass dein Herz frei, lass die Liebe springen und so wie du die Liebe aussendest, kehrt sie auch zu dir zurück. So, das war mir nochmal ganz, ganz wichtig. Das wollte ich unbedingt noch dazu sagen und da fällt mir gleich noch etwas ein, wo ich das jetzt gar nicht geplant hatte, aber wem es sozusagen nicht gelingt, sein Herz zu öffnen. Ja? Also das ist mir gestern auch nochmal so klar geworden. Ich biete hier die Herzöffnung an und ihr denkt immer, dass das Herz von eurem Gegenüber geöffnet werden darf. Aber die Liebe fließt ja beidseitig. Ne? Und ich habe, wie gesagt, ganz viele Menschen bei diesem Ritual dabei, die sich selbst verschlossen haben. Also schau auch nochmal danach, hast du dein Herz verschlossen? Was kannst du tun, um es vorsichtig zu öffnen, um die Liebe auszusenden, um die Liebe in den Fluss zu bringen, um die Dinge fließen zu lassen und von alleine geschehen lassen zu können. Ja, viele warten ganz häufig drauf, dass endlich mal was passiert, aber dabei sind die Energien nicht freigegeben. Ja? Du kontrollierst zu sehr das Tun, das Fühlen, das Denken und dabei können die Dinge nicht so geschehen, wie sie von allein geschehen würden. Das fällt mir in dem Zusammenhang nochmal ein. Also wenn es dir selber schwerfällt, dein Herz zu öffnen, dann ist vielleicht das Thema Herzöffnung für dich interessant. Am Sonntag, am 22.09. führe ich das Ritual durch. An sich habe ich genügend Teilnehmer. Ich möchte es, wie gesagt, nur noch mal dazu sagen, weil ich das Gefühl habe, es ist im Moment eine Phase, wo wir uns sehr stark auf eine Herzheilung, Herzöffnung konzentrieren dürfen und an dem Tag, an dem 22.09., an der Tag-Nacht-Gleiche, fließen zusätzliche kosmische Energien zu uns, die uns es leicht machen, unser Scheunentor zu öffnen, die es uns ermöglichen, leicht in Liebe vorwärts zu gehen, ohne Angst zu haben, verletzt zu werden. Wie gesagt, an sich habe ich alle Teilnehmer dabei. Wer sich spontan und schnell entscheidet, doch noch diese Herzöffnung in Anspruch nehmen zu wollen, unten habe ich die E-Mail-Adresse bzw. die WhatsApp-Adresse. Das ist mir lieber, wenn ihr mich über WhatsApp kontaktiert. Wie gesagt, ich muss es nicht machen. Ich habe genügend Teilnehmer dabei, aber es ist eben auch eine Phase, oder auch ein energetischer Termin, der nicht so schnell wiederkommt. Die nächste Herzöffnung wird erst zur Wintersonnenwende am 21.12. stattfinden, also genau in 3 Monaten. Und von daher, wer das gerade für sich braucht und sich angesprochen gefühlt hat, auch von den Worten, die ich nochmal gesagt habe, ne, mit dem, dass du dich vielleicht verschlossen hast für die Liebe und dass so der Fluss des Lebens schwer möglich ist, wenn man immer nur darauf hofft, dass es von der anderen Seite geschieht. Gut, das soweit, dann ich nehme nachher noch die Tarotkarten dazu. Ich lege da noch ein bisschen drauf, was wir über die Tarotkarten wissen sollen, habe ich mir überlegt. Aber spannend ist, dass unten drunter der Mond ist, ja. Es geht um den Vollmond. Ich habe heute die Begleitung, das persönliche Coaching über die Tarotkarten durch den Finsterniskorridor mit den Teilnehmern begonnen. Das macht mir immer richtig viel Spaß, auch wenn das morgens für mich erstmal meinen normalen Tagesablauf etwas durcheinander bringt, weil ich euch ja auch so früh wie möglich dann Informationen geben möchte und deswegen ist heute auch noch nicht mal ein Status eingestellt, siehst du, muss ich auch noch machen. So, will damit sagen, ich finde es immer ganz spannend, über die Karte sozusagen zu erfahren, was dein Thema ist für den Tag und es ist häufig ja nicht nur ein Thema für den Tag, also ich erinnere mich heute an die Karte 5 der Stäbe, die ja eher so die Kampfenergie, die Konkurrenzenergie irgendwo darstellt. Und also manchmal ist das Thema dann auch positiver, als man es sehen mag, weil ich finde, eine Konkurrenz hat ja häufig auch etwas Herausforderndes, etwas Aufwühlendes an sich. Ne? Also wenn man weiß, dass Konkurrenz im Gange, dann gibt man sich auch besonders viel Mühe, weil man selber ja auch herausstechen möchte, in einem besonderen Licht glänzen möchte und. Also ich glaube, oder was will ich damit sagen? Ich versuche euch einfach mit den Karten auch Dinge an die Hand zu geben, wie man
beide Seiten der Medaille sehen kann. Ne? Dass man nicht nur auf die Schattenseite schaut, wenn jetzt eine Karte fällt, die eher düster und dunkel ist, sondern dass man auch schaut, was bringt das denn für positive Aspekte auch mit sich? Was kann man daraus lernen? Was kann man mit dieser Information auch machen? Und das ist für mich, wie gesagt, eben auch ein Coaching, euch weiterzuentwickeln, euch eine andere Sichtweise zu präsentieren, euch auch aus meiner neutralen Brille zu dem, was ihr denn abends schreibt, einfach auch nochmal meine Meinung zu sagen, wie ich das sehe, aus einer anderen Flughöhe, aus einer anderen Perspektive. Also das macht schon irre viel Spaß, so ein Coaching anzugehen. Ich habe es jetzt bereits begonnen für echt viele Teilnehmer. Also ich freue mich da wirklich drüber, dass euch das so gut gefällt. Wer jetzt meint, weil die Energien sich vielleicht mit dem Mond in der heutigen Nacht deutlich verändert haben und es vielleicht etwas schwerer wird, als du es davor gesehen hast. Ich biete unten, ihr schaut bitte nochmal in die Infobox rein, ich biete diese Begleitung durch den Portaltag, Finsterniskorridor, Entschuldigung, auch nochmal an einem zweiten Punkt an, und zwar allein für die zweite Woche. Ne? Also die, die jetzt dabei sind, sind für beide Wochen gesetzt. Wer meint, das für sich im Laufe der Zeit noch zu brauchen, der kann dann ab der zweiten Woche einsteigen, und dafür findet ihr unten auch nochmal Details und Preise. So, aber bevor wir die Tarotkarten ziehen, genau, möchte ich jetzt gerne nochmal auf das Bild blicken. Und zusammenfassend kann man sagen, du bist in einer sehr schönen Energie. Du bist zur Königin geworden über die letzten Wochen und Monate. Du hast dich gut um dich gekümmert. Du schaust sehr zuversichtlich in die Zukunft. Hast natürlich auch immer mal ein Thema mit dem, was du lernen darfst. Aber du bist gut drauf gewesen. Nein, du bist grundsätzlich immer noch gut drauf und lass dich von deinem Thron nicht runterschubsen. Aber mit dem Mond, haben wir gesehen, kommen Wolken auf. Ne? Die Wolken liegen hier im Haus des Mondes. Und die Wolken bedeuten, dass du dir mit dieser schwermütigen, sentimentalen, emotionalen Phase, wo der Mond auch noch in den Fischen eine Mondfinsternis abbildet, also ganz, ganz, ganz gefühlvoll ist, dass du dir wieder um viele Dinge einen Kopf machst, die du vielleicht die letzten Tage und Wochen beiseite geschoben hast, ja? Und wenn wir dann nochmal weiterschauen, wo der Mond liegt, das haben wir gestern, glaube ich, nicht gemacht. Der liegt nämlich im Kind. Und der Mond im Kind ist dass mit diesem Vollmond vermutlich es um einen Neubeginn geht. Es geht um eine neue Leichtigkeit. Es geht darum, in seine Leichtigkeit wieder zurückzufinden. Aber für mich ist hier auch nochmal, wie gesagt, das Zeichen Neubeginn sehr stark. Ne? Es geht hier um einen Neubeginn mit diesem Herren, der von dem Mond auch ganz besonders geschubst wird. Und der Mond steht ja häufig eben auch für die Ängste, also nicht für das Gefühls, nur für das Gefühlsbetonte, sondern auch für die Ängste. Vielleicht geht es hier auch darum, dass dieser Neubeginn, diese Schnelligkeit, dass der Bär hier vorankommt, ne? Wenn wir nämlich den Reiter auf dem Fuchs sehen, also die Aktivität, die hier erstmal angezweifelt wird, aber Kind im Bär, auch wirklich der Neubeginn, der aktive Neubeginn von deiner alten Seele ist, dann macht dir das vielleicht auch Angst. Ja? Vielleicht ist es ja so, das höre ich immer von einigen, die warten ewig und drei Tage darauf, dass dieser Herr sich aufs Pferd setzt, zu dir kommt und sagt, so, ich habe mich von meiner Frau getrennt, ich will bei dir sein. Und vielleicht ist das so eine Situation und das macht dir gerade so ein bisschen Angst, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Du willst das, du willst ihn, du willst mit ihm zusammen sein, du willst mit ihm zusammen leben. Aber dieser Überraschungseffekt, ja, dass er sich plötzlich in Bewegung setzt, dass er aus seinem Gefängnis ausbricht, dass er seine Fesseln sprengt, ja, das haben wir übrigens hier auch nochmal, ja, die Ruten liegen auf dem Schlüssel. Die Schlange hat hier die Fesseln um ihn gelegt und damit war eine gute Lösung mit dir nicht möglich. Aber er sprengt die Fesseln. Wir haben auf den Ruten den Sarg. Ja? Die Fesseln dürfen gehen. Die Fesseln werden abgelegt. Ganz, ganz klar. Bisher hat vielleicht
sie auch, ne, mit der Sichel hier das Treffen immer wieder verhindern können, aber das ist nicht mehr das Ding. Ja? Also hier geht es nicht mehr darum, dass man nur über ein Treffen nachdenkt oder wie man sich vielleicht, weil du die Affäre bist oder warst, wie man sich heimlich treffen kann, sondern hier geht es darum, generell eine Veränderung anzustreben, weil auch die Wege in den Fischen liegen. Ich sage nochmal, Vollmond, Mondfinsternis in den Fischen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen auf Basis der Gefühle zu treffen. Ja, da geht es nicht mehr darum, eine Entscheidung aus Vernunftsgründen, so nach dem Motto, ah, wir haben hier schon eine Weile zusammen gelebt und uns ein bisschen was aufgebaut und die Gewohnheit und die Kinder und dies und jenes, sondern hier geht es darum, wirklich zu sagen, was fühle ich, wo ist mein Herz und dahin geht die Entscheidung. Ja, so ist es. Also fand ich nochmal ganz spannend jetzt so beim spontanen Blick darauf. Wir haben hier eben auch, wenn wir es jetzt nochmal, die Wege, wie gesagt, in den Fischen, den Turm im Haus der Wege. Die Entscheidung für die Trennung ist hier gefallen, ja, weil man die Dinge wieder in den Fluss bringen möchte, weil man sich seinem Selbst, seiner Seele, seinem Herzen, seinem Körper wieder nähern möchte. Das ist das, was deine alte Seele hier gerade umtriebig macht, was sie zum Ausbruch bringt. Sehr, sehr schöne Botschaft, oder? Ja, und das erklärt auch nochmal das, was ich gestern so kurz gesagt habe, dass das Herz hier auf der Lilie liegt, also aus einer Affäre wird eine Liebe, ja, also da ist mittlerweile mehr da, da geht es nicht nur darum, ich habe jetzt gerade, das kann ich nicht aussprechen, da geht es nicht nur darum, dass man sich körperlich nahe ist, sondern da geht es auch darum, dass man sich im Herzen verbunden ist, dass mittlerweile es sozusagen so geworden ist, dass ihr herangewachsen seid zu einem schönen Herzen, eure Schwanenhälse und ja, das ist eine Entwicklung, die hier vonstatten gegangen ist, die nicht mehr aufzuhalten ist. Ja? Die Entwicklung, die eben jetzt die Entscheidung für eine Trennung von der Schlange Aufgabe, ne, ist die Trennung, das Loslassen, die Fesseln ablegen, das ist die Aufgabe. Ihr seht es nochmal, ne, im Haus des Sarges liegt das Kreuz, der Sarg liegt im Haus der Ruten. Also die Fesseln der Vergangenheit dürfen abgelegt werden. Das ist die Lernaufgabe, weil das Kreuz im Sarg liegt. Und bei denjenigen, wo es hier keine andere Partnerin gibt, also wo er nicht liiert ist oder verheiratet ist, dann geht es darum, dass die Komplikationen, dass die Fesseln, die du dir selber vielleicht auferlegt oder die er sich selber auferlegt hat, weil er bestimmte Dinge zu kompliziert betrachtet oder Angst vor der Liebe hat oder, dass diese Fesseln auch abgelegt werden dürfen. Hier geht es darum, sich frei zu machen, aus dem Gefängnis zu entspringen, eine Entscheidung zu treffen, sich zu trennen, sich frei zu machen, sich unabhängig zu machen, losgelöst von allen Schranken, losgelöst von allen Fesseln und Zweifeln, hier in eine neue Gemeinschaft zu gehen. Ja? Und da hilft es sehr, sozusagen in die Kommunikation zu gehen. Ne? Kommunikation ist der Schlüssel. Wir haben das Geschenk auf dem Reiter. Also es ist ein großes Geschenk, dass er hier sich auf den Weg macht. Das siehst du auch so, auch wenn es dir vielleicht im ersten Moment Angst macht, dass er sagt, oder dass er mit dem Koffer vor der Tür steht. Das wäre jetzt so die Hammer-Situation, ne? Es klingelt bei dir an der Tür und er kommt mit dem Köfferchen und sagt, so, Liebste, das, worauf wir so lange gewartet haben, ist eingetreten. Ich war heute mutig, ich habe heute gesagt, ich ziehe aus, ich bin bei dir. Ja, das macht dir vielleicht erstmal so ein bisschen Schweißperlen. Aber es ist für dich das Geschenk, du freust dich da riesig drüber. Noch mehr, weil du es vielleicht nicht erwartet hast. Ne? Also ich kenne viele von euch, die sehr, sehr lange darauf warten, dass ein bisschen passiert. Und wenn dann so ein gravierender Schritt passiert, ist das natürlich etwas, was sehr überwältigend ist. Und was aber auch ne, diese Zweisamkeit, die einen sehr zuversichtlich macht. Wir haben das Haus im Haus, da geht es um
gemeinsam ankommen, eine sichere Basis gemeinsam aufbauen, der Baum im Baum, ne, die Heilung, die da schon geschieht. Also hier sind ein paar Karten, ich habe es vorhin auch schon mit dem Anker gesehen, der Anker im Anker. Hier sind ein paar Karten am richtigen Fleck, die sind in Ihrem Haus angelangt. Zu den Situationen muss man sich jetzt gar nicht großartig äußern, weil da Dinge schon geschehen ist. Ne? Also, dass ihr beide eine sehr vertraute, eine sehr sichere Basis habt, dass viele Dinge zwischen euch schon geheilt sind oder ihr beide dem anderen extrem gut tut, das ist gar keine Frage. Dass ihr beide aneinander festhaltet, ist auch keine Frage. Ne? Also die Fragen haben wir, glaube ich, jetzt nochmal sehr intensiv hierüber geklärt. Die Sterne liegen in den Sternen. Ja? Das Universum hat gerade nicht viel zu tun, weil er hier sehr aktiv ist. Ne? Und die Karte, die ich gestern zufällig dann eben noch im Stapel hatte und die auf dieser Position ist, auch genau richtig. Also er geht den Herzensweg, er geht über die Brücke, zu Beginn mit der Kommunikation, aber die Kommunikation ist etwas, wo er dir was verkündet. Er wird nicht nur süße Worte finden, um mit dir wieder in Kontakt zu kommen, sondern da geht es einfach darum, dass er sagt, ich habe Nägel mit Köpfen gemacht, kannst stolz auf mich sein, meine Königin, ich stehe zu mir, ich habe meine Fesseln abgelegt, ich habe mit der Faust auf den Tisch gehauen. So, das wollte ich sagen. Übrigens, die Sonne ist auch im Haus der Sonne. Wahnsinn, oder? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Häuser schon mal mit den Karten belegt, die dahin gehören. Merkt ihr was? Also wir hatten die Mondfinsternis auf Jungfrau Fischer. Jungfrau, ein sehr ordentliches Sternzeichen. Ich sag nur, hier kommt Ordnung in die Situation, ja? Hier ordnet sich alles so, wie es richtig ist, ne? Und irgendwann liegt ihr beiden auch wieder zusammen. Seid ihr zusammen in eurem Haus. So sieht's aus. Schöne Botschaften, oder? Ich schaue gerade noch mal, ob mir noch irgendwas einfällt. Nee. Ich habe, glaube ich, genug gesagt. Wir sind auch schon bei 22 Minuten und ich will noch ein bisschen was dazu packen. Ich möchte noch was Neues dazu packen. Das will ich nur bei den Karten von gestern bleiben. Aber meiner Meinung nach habe ich ein paar Dinge gesagt, die ich gestern noch nicht gesehen habe, so auf den ersten Blick. Und vielleicht machen wir das ja wieder. Vielleicht machen wir das zur Sonnenfinsternis am 2. Oktober wieder. Nutzt gerne unten die Kommentarfelder und schreibt mir rein, wie ihr das findet, dass ich diese Legung sozusagen über Nacht liegen lasse, die Finsternis wirken lasse und euch am nächsten Tag nochmal mit einem anderen Blick einen Kommentar gebe. Oh ja, The Fool. Nee, ist nicht rausgesprungen. Ja, es geht darum, in eine Leichtigkeit zu kommen. Die Kraft haben wir unterm Deck. Ja? Die Kraft spielt hier eine Rolle. Die Kraft ist auch das, was, ich lege sie gleich mal neben den Bären, es ist das, was ihn ausmacht. Ne? Dein Herzblatt kriegt hier in diesem Finsterniskorridor, in den 2 Wochen zwischen Mond- und Sonnenfinsternis, eine extreme Kraft, mutig zu sein. Eine extreme Kraft, Entscheidungen auf Herzebene zu bewirken. Entscheidungen für seine Gefühle, für seine Seele, dafür die Dinge wieder in den Fluss zu bringen und sich nicht aufhalten zu lassen. Ja? Und damit ist eben auch gesagt, er legt das Schwert nieder. Er möchte hier vielleicht an der Front Schlange auch nicht mehr kämpfen. Er schaut auf dich, die sich vielleicht schon von ihm abgewendet hat. Das ist bei einigen von euch auch der Fall. Ja? Weil sie einfach gesagt haben, du, ich glaube da gar nicht mehr dran, dass du irgendwann mal zu Hause ausziehst, dass du irgendwann mal eine Entscheidung für mich triffst, dass du irgendwann mal deine Ängste besiegen kannst, je nachdem, in welcher Situation ihr hier steckt. Ja? Du hast vielleicht schon gar nicht mehr daran geglaubt, aber er nähert sich dir wieder vorsichtig von hinten, weil er ja, seine Kampfenergie aufgegeben hat, weil er etwas geklärt hat und damit kommt eine ganz neue Leichtigkeit, ja. Und ein neuer Zyklus beginnt, ein Neubeginn liegt hier mit dem Fool, mit dem Narren. Die Leichtigkeit, die einen dazu verführt, so auf der Klippe hier zu tanzen, am Rande des Abgrunds.
und alle Möglichkeiten auszuloten. Ja? Es geht auch darum, was brauchst du hier für den nächsten Schritt, was brauchst du für Magie, um den nächsten Zyklus einzuleiten. Auf jeden Fall geht es hier weiter, auf jeden Fall geht es in einer neuen Frische weiter, auf jeden Fall geht es hier anders und ganz neu weiter. Also die alte Phase, die Phase der Stagnation, die Phase der, oh, wer weiß, ob der überhaupt mal was tut, die ist vorbei. Hier kommt jemand zu dir zurück, haucht dir in den Nacken und sagt, Liebling, jetzt geht's los. Pack die Koffer, wir wandern aus. So, sehr, sehr schöne Botschaft, ja. Also das Wichtige ist, dass mit dieser ganzen kraftvollen Verwirrung Aktivität kommt, ja. Ich möchte noch einen Engel haben, einen modernen Engel von der Teresa Cheung. Ich möchte noch über einen Engel eine Botschaft haben für die nächsten 14 Tage. Solange gilt diese Legung bis zur Sonnenfinsternis am 2. Oktober. Bestimmung. Werde zur Sternschnuppe. Wenn du nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen und welchen Weg du einschlagen sollst, dann bitte den Engel der Bestimmung, dir zu helfen, deinen inneren Funken zu finden. Wenn nichts einen Sinn ergibt und sich klar anfühlt, erlaube dem Engel, dich daran zu erinnern, dass sich Bedeutung nicht unbedingt aus deiner Karriere, deinen Beziehungen oder deinen Hobbys ziehen lässt, sondern daraus, jeden Moment in vollen Zügen zu leben. Das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu finden, die Kraft der Gegenwart zu genießen, zu wissen, dass man nicht allein ist und alle Menschen in Liebe miteinander verbunden sind, ist das, was dem Leben Richtung und Sinn gibt. Blicke in den sternenübersäten Nachthimmel und erinnere dich mit ehrfürchtigem Staunen daran, dass du ein Kind des Universums bist und genau wie die Bäume und Sterne. Deine Bestimmung ist es, dein kostbares Leben zu leben, aus jeder Erfahrung zu lernen, dich weiterzuentwickeln und dich wieder mit der liebevollen und endlichen Energie in und um dich herum zu verbinden. Sehr, sehr schöne Botschaft. Der Engel der Bestimmung hilft dir, deiner Bestimmung zu folgen. Und das ist nicht nur die Bestimmung in Partnerschaften, im Beruflichen, sondern wo will deine Seele hin? Großes Thema für die nächsten 14 Tage. Schau, was dir in diesem Finsterniskorridor dazu über den Weg läuft. Ich empfehle hier auch jetzt allen ein Tagebuch zu führen für die nächsten 14 Tage und für die nächsten 14 Nächte. Schau, was dir über den Weg läuft, schau, was sich verändert. Notiere dir Zeichen und Synchronizitäten. Es ist interessant, zurückzuschauen, aber es wird dir auch helfen, auf den heutigen oder den gestrigen Tag zurückzublicken. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch ein gutes Durchkommen durch diesen Finsterniskorridor. Wie gesagt, wer möchte, kann später auch noch für die zweite Woche einsteigen. Wer merkt, dass es noch kniffliger wird, als es jetzt der Fall ist. Und ansonsten alles Liebe, alles Gute für euch. Ich wünsche euch, dass ihr hier in Resonanz gehen könnt. Ich wünsche euch, dass der Überraschungseffekt mit dem Herrn und dem Koffer vor der Tür für so viele wie möglich eintritt. Und ich bin gespannt, was ihr mir dann schreibt, wie ihr reagiert habt. Aber ich bin mir sicher, alle von euch wollen das, alle von euch warten auf den Moment. Es geht nur manchmal darum, dass man sich selber schon in so einer gewissen, Stagnation befindet, in so einer Phase, wo man dann sagt, naja, wer weiß, mal gucken, und ob das überhaupt noch was wird. Ja? Und genau, ob das überhaupt noch was wird, das scheint hier für einige zumindest zum Tragen zu kommen. Ich wünsche es euch allen, dass die große Veränderung kommt, dass hier große Entscheidungen getroffen werden und das möglichst schnell in den nächsten 14 Tagen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao, bis bald.